So, auf ein neues, liebe Zuschauer. Ich hatte eben schon 3 Aufnahmen gestartet und irgendwie ist jedes Mal die Aufnahmesoftware abgekackt vom HDPVR. Und es ist in der Zwischenzeit so gewesen, dass ich einen Kampf gegen Noel verloren hatte. Ich konnte die Datei natürlich wegschmeißen. Dann bin ich schon wieder in der Arche gewesen, hatte nur noch ein paar Stunden. Es war 6 Uhr, jetzt ist es nach 6, wir sind wieder unten. Ich habe meine Ausrüstung ein bisschen angepasst und habe auch ein paar Tränke aufgefüllt. Wir überspringen jetzt einfach hier mal die Zwischensequenz gleich. Und hoffen mal, dass wir diesmal ein bisschen besser abschneiden. Weil ich habe nämlich auch meine Taktik geändert. Und das werde ich euch nämlich gleich zeigen, inwiefern ich die geändert habe. Wir werden mal gucken. Vielleicht habe ich jetzt ja bessere Chancen. Ja, wie ihr seht, greife ich hauptsächlich mit Blitz an und verbrauche nicht unbedingt hier jetzt unnötig vom ATB-Balken für Kampf von Montur von Cloud. Pam. So. Ja, wir haben jetzt natürlich auch genug Tränke dabei, was wir vorher ja nicht hatten. Achso, Blitz sollten wir verwenden und wir sollten halt immer so ein bisschen hin und her wechseln. Wir haben jetzt natürlich auch genug Zeit. Ach Mist. Einmal ausweiden und Blitz. Scheiße, wir haben es natürlich verpasst eben gerade jetzt hier. Wir bleiben jetzt erstmal so. Wir werden mal eben Heiltrank verwenden. Bevor es wieder zu spät ist. So. Ja, zwischendurch müssen wir auch mal ein bisschen blocken. Aber das macht ja nichts großartig. So. Weißt du was? Wir nutzen doch mal eben Blitzra. Na los. Einmal Blitzra noch. Wir können gar nicht blocken. Na, dann nutzen wir mal einen Heiltrank. Wir haben ihn auf jeden Fall fast schon bis zur Hälfte runtergepowert hier. Oh. Na gut. Nutzen wir einmal Erzengel. So. Ups. Ich wollte jetzt eigentlich blocken. Naja, gut. Wir kriegen ihn aber nicht wirklich geschockt hier jetzt gerade.
Vielleicht muss ich einfach mal so ein bisschen angreifen zwischendrin. Na los. Und wir werden einen Übertrank verwenden. So. Na los. Auf dass wir ihn jetzt endlich schocken. So, und jetzt können wir ihn nämlich ausweihen. Zack. Und der zweite Schlag wird nochmal ein bisschen heftiger. Und Krafthieb. Und noch einmal. Ja, das meiste haben wir erfolgreich geblockt. Vielleicht schlagen wir uns jetzt doch nochmal ein bisschen besser hier. So. Ah, scheiße. Wir haben nicht schnell genug abgewehrt. Aber wir schaffen es, glaube ich, diesmal, ihn ganz erheblich zu verletzen. Und noch einmal. Pam! Und noch einmal. Pam! So, wir haben ihn ganz erheblich verletzt. Okay. Was hat er denn jetzt gemacht? Oh. Das ist ein bisschen böse, was er jetzt da verwendet hat. Aber egal. Wir verwenden noch einen Übertrank. Oh. Wir haben einen Krafthieb verwendet, obwohl der gar nicht verwendet werden sollte. Das ist, wenn man nicht ganz aufpasst hier. So, dann passiert das nämlich mal ganz schnell, dass man mal eben auch eben eine Attacke verwendet, die man gar nicht verwenden will, so gesehen. Aber wir warten mal ab, was der Noel jetzt zu unseren Blitzattacken sagt. Na, er wird immer aggressiver, habe ich das Gefühl. Halt! Ein Übertrank. Oh. Einen verwenden wir noch. Einen haben wir ja auch nur noch. Aua. Aua. So, und jetzt werden wir ihn ganz einfach ausweiden. Das werden wir jetzt ganz schnell machen. Oh, es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Wir haben keinen Rang gekriegt. Kampfrekord 1. Naja gut, ein Punkt. Egal. Wir werden ihn irgendwann nochmal mit besseren Waffen besiegen. Oben in der Arche und... Boah, das war jetzt erstmal ziemlich heftig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so schwierig werden würde. Your dream is over, Noel. Let it go. The hunter has failed to kill the savior. Your prophesized future won't come true. It's all over now. You think I'll give up that easy, savior? I'm not done yet. I am going to kill you. Sure, do your worst. Yule's still waiting for you. That's right, I'll do it for Yule's sake. Even if it means having your blood on my hands. I know if she was here, she'd try to stop me. She's gonna be disappointed as hell in me, at least for a while. But she'll get over it. And I need this future. It will be done. Ah! Ah!
Ja, was passiert eigentlich, wenn so ein Orakel zerstört wird? Why didn't you do it? Because Yule, she wouldn't. This isn't what she would want. She had the power to see into the future. Every terrible vision she saw, one after another, whittled her life away. She must have known all along when she would die, and how she would die. But even so, she never gave up hope. She didn't stop trying to make things better for all of us. She didn't stop smiling. Yet, what did I do? I saw one prophecy and I let it control me. I didn't try to fix anything, just try to kill you to make it come true. I can't do it. I wouldn't be able to look her in the eye if I did. But you destroyed the machine. Maybe that prophecy was my last chance to see Yule, but maybe it's better this way. Maybe it's better to never see her again than make more mistakes. Did you hear that? Yule! No, you did the right thing. Your soul will come to me. We'll meet again, sooner than you think, I promise. I'd say sorry, but I did try to kill you. I don't think a simple apology's going to cut it. Even if I pushed you into it? You've had 5 long centuries to brood on what happened. And I come along and force you into a corner. Maybe I'm the one who should apologize, but Yule was right. You belong in the future, and I can take you there. You deserve a new beginning. In a new world. A new world. So is your god building us a paradise? Not exactly. It's just an ordinary place, with ordinary people, working hard together to make it as good as it can be. Doesn't sound like the Shadow Hunter would be welcome there. Hey, but if I'm gonna get a second lease on life, maybe it's time I stopped living in the shadows. Right, Lightning? Jo, okay. Also hat sich doch ein bisschen was geändert. Das... Oh, Luxerion. Hauptmission abgeschlossen. Ach, das gefällt mir ja schon mal. Ja, und wie einige von euch sicherlich wissen, ist dieses Let's Play eine Fortsetzung von Final Fantasy 13 2. Also auch dieses Let's Play ist im Grunde genommen ist es eine Fortsetzung. So, in der Kathedrale von Luxerion lebt eine Frau, die als die Gepriesene bekannt ist. Sie wird streng bewacht und kann die Kathedrale nicht verlassen. Die einzige Möglichkeit, sie zu treffen, ist, sie nachts in der Kathedrale aufzusuchen. In der Nähe des Eingangs hält sich eine Ordensfrau namens Arimia auf, die sich um die Belange der Gepriesenen kümmert. Löse ihren Kummer. Besuche die Kathedrale zwischen 22 und 6 Uhr. I was sure he was about to kill you. Did you sense something? I didn't know. I took a gamble on him and hoped he'd come up with the right answer. Lucky for us, he did. Okay. Dieses Geräusch ist doch ein bisschen nervtötend, wenn man irgendwie zu viel Schaden genommen hat.
Aber wir gucken jetzt mal eben. Hier unten ist nichts mehr. Ja, dann werden wir mal hier zurückkehren an den Anfang. Dort, wo alles begann. Ja, an den Anfang zurückkehren. Ich wollte doch noch mal gucken. War da sonst noch irgendetwas Schattenhort? Oh, das hört sich so interessant an. Kommen wir da überhaupt rein? Ich will da doch noch mal lang. Warte mal. Da kamen wir rüber, ne? Nee, da waren wir schon. Im Schattenhort. So, und ab zurück. Ach, ich wusste es doch. Hey, das ist eine hammergeile Musik irgendwie. Ich liebe sie. Ich liebte sie schon im ersten Teil von Final Fantasy 13. Gertrude. Goa. Und jetzt können wir irgendwie auch 6 EP mitnehmen, quasi. So, wir werden hier unseren Gegner ein bisschen ausweiden. Zack, noch einmal. Okay. Motorspule. Dieser Ton läuft die ganze Zeit hier. Ah, ein junger Etrus. Was ist denn hier? Was ist mit dem los? Der geht rückwärts? Der hat Angst? Okay. Also greifen die gar nicht mehr an, anscheinend. Oh. Wow. Okay. So. Scheiße. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Such is fate. Ah, Blitz. Na, das lief doch fast wie am Schnürchen. Leichter Hieb Stufe 1. Was das wohl ist? Okay. Was erwartet uns hier oben eigentlich? Ach, guck mal eine an. Hier können wir auch lang. Na! Ich glaube, ich sollte mich wirklich mal erholen. Heilgegenstände haben wir gar keine mehr. Vitaga. Ach ja. Ach komm her. So, vielleicht haben wir ja die Chance, den Gegner vorzeitig zu schocken hier. Mit Blitzra. Also manche Angriffe sind schon ziemlich stark, aber ja. So, Krafthieb. Zack. Und noch einmal. Na, ausweiden. Zack. Und Blitzra. Um den Schockzustand noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Naja gut, reicht alles so. Okay. Puh, Motorspule. Gut,
Werden wir mal gucken, dass wir hier irgendwo wieder hochkommen. Tor der Schmähe, Südviertel. Ich bin mir sicher, dass hier jetzt ein Gegner auftaucht, genau. Mit 25% weniger TP. Cool. Patz. Krafthieb. Ja, das ging gut. Und schnell. Ich finde das mit der Brille, finde ich irgendwie geil. Sieht sie irgendwie aus wie eine Studentin. Feuer Stufe 1. Cool, können wir gleich mal kombinieren mit dem anderen Feuerzauber. Oh, das Tor...